Eine Schreinerei in Norwegen, der Arbeitsplatz von André Peters. Arbeitslos in Deutschland reiste er vor einem halben Jahr nach Oslo, um sich einen Job zu suchen. Anfangs ohne Erfolg, denn er konnte kein Norwegisch. Dann traf er seinen jetzigen Chef, der sprach Deutsch und stellte ihn ein. Man ist ja eigentlich immer der Ausländer. Und man merkt auch, die sind etwas distanziert. Mit Sicherheit auch, weil sie Angst haben, auf Deutsch was gefragt zu werden. Aber eigentlich funktioniert schon ganz gut. Der Job in der Treppenbaufirma macht André Peters Spaß. Sein Vorteil? Trotz seiner beruflichen Erfahrung tritt er bescheiden auf und ist offen für norwegische Arbeitsmethoden, die sich von den Deutschen in einigen Punkten unterscheiden. Von der Art ist doch ein bisschen anders her. Sie machen viel mit der Hand. Guckt man gerne hin und ich habe ein Notizbuch auch ein bisschen und schreibe mir ein bisschen was mit auf. Doch, man lernt hier richtig dazu. Die Westküste Norwegens in der Nähe von Molde. Hier wohnt André Peters in einem 3000-Seelendorf mit seiner Familie. Die ist ihm schon nach seiner ersten Arbeitswoche aus Mecklenburg-Vorpommern nachgezogen. Ein riskanter, aber auch ein mutiger Schritt. Doch für Andrés Frau Kathleen kam eine lange Trennung von ihrem Mann nicht in Frage. Die Anfangszeit war sehr, sehr schwer, weil man, wenn man auch sieht, wie die Familie doch leidet, insbesondere die Eltern, dass man eben nun so weit weggegangen ist. Und das tut weh. Man wollte damit kein Weh tun. Man wollte eigentlich alles gut machen oder das Beste für die Familie. Hier hat man eigentlich noch eine Zukunft. Hier werden ja immer noch, gerade in diesem Gebiet hier, immer noch Arbeitskräfte ohne Ende gesucht. Ob das Schlosser sind oder Zimmerleute, kann man sich gar nicht vorstellen, wie oft man angesprochen wird, auch auf Baustelle. Mensch, hast nicht Lust, willst nicht bei mir anfangen, kriegst auch ein bisschen mehr. Bisher wohnt die Familie in einer kleinen Mietwohnung. Jetzt suchen sie etwas Größeres. Die Mieten für Einfamilienhäuser liegen hier bei ca. 800 Euro. Bei einem Verdienst von rund 3000 Euro zuzüglich gut bezahlter Überstunden können sich die Peters das jetzt leisten. Ein bisschen Farbe noch, dann sieht das schon wieder ganz schmucker aus. Dahinter ist ein Bachbecken und eine Schaukel da hinten. Das hat Mama gestern beim Spazierengehen gesehen. Doch, ist schön. Vor allen Dingen was Eigenes. Und wir hatten ja gesagt, wir sind in der Wohnung vorübergehend erstmal übergangsweise. Und nun wird auch Zeit, dass wir was Eigenes haben. Kröpelin, in der Nähe von Rostock. Auch hier hat eine Familie einen weitreichenden Entschluss gefasst. Denn Vater Uwe Lemke wird nach Norwegen gehen. Und zwar vorerst allein. Seine beiden Söhne und die schwangere Ehefrau Bettina bleiben in Deutschland zurück. In wenigen Monaten wird ihre Tochter zur Welt kommen, womöglich ohne den Vater. Ich habe ja zwar noch einen Sohn zu Hause, der ist 14, aber der kann mir ja nicht groß helfen. Ich sag mal, für ein paar Wochen, wenn er weg wäre, würde das ja gehen, aber für 3 Monate und er mir nicht zusichern kann, dass er zur Entbindung denn da sein wird, ist das schon ein bisschen komisch. Also sehr komisch. Also man weiß ja auch nicht, es kann ja auch mal was passieren und man ist auf sich alleine gestellt. Ne? Aber es hilft ja nichts. Ich würde jetzt erstmal rübergehen. Das Land kennenlernen, die Leute kennenlernen und sehen, wie man da zurande kommt. Und wenn alles gut stimmt und passt, dann sage ich meiner Frau Bescheid, mein Schatz, und dann sofort hinterher. Auf den Weg ins Ausland hat sich Uwe Lemke intensiv vorbereitet. Vom Europaservice, einer Abteilung der Agentur für Arbeit, bekam er dabei Rat und Unterstützung. 3 Monate lang büffelte der 41-Jährige Vokabeln und norwegische Landeskunde. Mit Hilfe der Agentur hat er auch schon einen Arbeitsplatz in Norwegen gefunden. Jetzt übt der gelernte Tischler mit einem Mitschüler alltägliche Gesprächssituationen, die ihm den Umgang etwa mit künftigen Kollegen erleichtern sollen. Ja, vertell om deg. Ja, jeg heter Uwe, jeg kommer fra Tyskland, my hobbies. Ja, wollte ich gerade fragen. Höre ja gerne pro Musik. Mühe vor Musik, hältst Hardrock, ja. Eller Heavy Metal. Also ganz am Anfang war das schon nicht einfach, allein schon vom, wenn man einen Text hat zum Lesen, die Aussprache. Aber es ist jetzt im Nachhinein noch, merkt man, doch sehr verwandt dem Plattdeutschen, ein bisschen dem Englischen. Und ich denke mal, sag ich mal, wenn man vor Ort ist, in Norwegen selber, dass es noch ein bisschen flotter geht und man auch viel dazulernen kann. Ja. Der Tag der Abreise. Ehefrau Bettina hat an alles gedacht. Das ist wichtig. Das ist wichtig?
So viel? Na, wenn das mal nicht zu viel ist. Als Hausfrau weiß man eigentlich, was man so braucht. Das? Weiß ein Mann manchmal ja nicht so. Aber naja. Okay. So. Er wird schon anrufen. Hättest du gar nicht. Wenn Uwe in ein paar Stunden startet, wird sein Auto randvoll gepackt sein. Kleidung, Drogerieartikel, Putzmittel, Konserven, Getränke, Töpfe, Teller, Wäscheständer und... Genau. Dein Bett. Ja, auch wichtig. Kurz vor der Abreise wächst auch bei Uwe die Aufregung. Die letzten Tage vor ging's, da hat uns immer ein bisschen weggedrückt, aber heute ist eigentlich der Tag, wo es losgeht. Ein bisschen. Ja, ein bisschen, ganz schön. Wenige Stunden später am Rostocker Hafen. Warten auf die Autofähre und Angst vor dem großen Abschied. Das schauen wir schon. Jeder Anfang ist schwer. Ne? Spätestens in einem Jahr will die Familie nachziehen. Der Vater will den Weg bereiten für den 14-jährigen Chris und den 21-jährigen Nick. Also ich hoffe ja, dass das alles gut klappt. Das Vater ist da auch nicht fußfest, dass Mutter es dann so schnell wie möglich hinterhergeht. Und sofern ich dann fertig bin mit meinem jetzigen Beruf, dass ich dann nächstes Jahr den Sprachkurs auch absolvieren werde und dann natürlich auch, dann auch da Fuß fassen will. Ne? Weil man hat ja nichts hier, man, es hält einen auch nichts mehr. Und das war eigentlich auch mit so der Anlass, dass wir uns gründlich eigentlich darüber unterhalten haben und gesagt haben, warum sollen wir es nicht probieren? Noch sind wir jung, nachher mit 50 macht man es nicht mehr. So. Wolfsburg. Eine Wohnungsauflösung. Seit Tagen verkauft, verschenkt und entrümpelt Christine Helbing ihren gesamten Hausrat. Auch sie verlässt Deutschland. Ihr Weg führt nach Irland. Ein radikaler Neuanfang für die Arbeitslose. Seit ihrer Scheidung jobbt die 42-Jährige als ungelernte Arbeitskraft in Hotels und Gaststätten. In Deutschland hat sie wenig Hoffnung auf eine feste Anstellung. Ihre Zukunft sieht sie daher in Irland. Ich freue mich sehr drauf. Was erhoffen Sie sich denn? Ja, einen neuen Anfang vor allem. Eine Arbeit, die befriedigend ist, wo ich akzeptiert werde, wie ich bin. Wo nicht dauernd jemand ist, der mir sagt, also das kannst du aber so nicht machen und das geht ja mal gar nicht und du bist ja viel zu vorlaut und hast du nicht gesehen. Deshalb vielleicht auch Irland, weil die sehr viel offener sind und nicht so konservativ wie in Deutschland. Und ja, das ist ein sehr bejahendes und offenes Völkchen. Und die finde ich einfach nur sympathisch. Dabei war Christine Helbing noch nie selbst in Irland. Durch Zufall hat sie von der Auslandsförderung durch die Agentur für Arbeit erfahren. Zur Auswahl standen Irland, Österreich oder Skandinavien. Und Christine entschied sich spontan für die grüne Insel. Auf ihre Bewerbung via Internet kam schnell eine Zusage von einem kleinen Hotel im Südwesten der Insel. Jetzt muss sie raus aus ihrer Wohnung. In einer Woche geht ihr Flug nach Dublin. Ich habe schon Angst vor der eigenen Courage. Das ist ja ein gewaltiger Schritt. Ich gehe ja nur in ein völlig fremdes Land und eine andere Sprache. Ich kenne niemanden. Es ist niemand da, der Deutsch spricht. Also da kann ich mit Sicherheit von ausgehen. Aber andererseits, die positiven Aspekte überwiegen halt, ne? Letzte Vorbereitungen am Tag vor der Abreise. Die Aufregung wächst. Ich muss sehen, dass ich alles erledigt gekriegt habe. Ich hoffe, dass meine Traveler-Checks gleich fertig sind. Und so langsam wächst auch die Wehmut. Ich lebe mein ganzes Leben in Wolfsburg und verlasse jetzt meine Geburtsstadt das erste Mal. Und das ist natürlich schon, ja, ich weiß nicht, gemischtes Gefühl. Mal sehen. Mit einem Gehalt kann Christine Helbing erst am Ende des ersten Monats im neuen Job rechnen. Bis dahin müssen die Ersparnisse für den Lebensunterhalt reichen. Für den Umzug bekommt sie eine finanzielle Unterstützung von der Agentur für Arbeit. So, das sind jetzt die Schecks bis zur 344. Jawohl, genau. 1.500 Euro, das sind fast ihre gesamten Ersparnisse.